damit und was gibt denn? Kommt zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. The Last Spark Hunter, ganz genau. Wir haben spannende Dinge bisher erlebt. Und ich habe mich, by the way, teleportiert zum Anfang zurück, um ein bisschen was für Heilung zu kaufen, da wir in der letzten Folge ja alles verbraucht hatten. Und ich habe hier eine Röhre entdeckt gerade, in die wir nicht rein können. Doch, betreten mit A rein. Oh, die Atmosphäre im Hintergrund, das ist so schön ruhig, so entspannt. Das ist schön. Hey, so, was befindet sich denn hier? Okay, okay, okay. Ich glaube, wir müssen die in einer bestimmten Zeit einsammeln. Hundertmal habe ich gedrückt. Hallo? Ja, das ist unfair. Hä? Nee, das ist unfair. Das ist komplett unfair. Ich habe 100 Mal da gedrückt. Das geht nicht. Geht nicht hoch. Das finde ich unfair. Nein, also ich stand da vor 100 Mal gedrückt, dann war es rot, weil ich wahrscheinlich drauf stand oder so. Dann habe ich wieder 100 Mal gedrückt. Safe nicht, safe nicht. Nee, 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 nee. Wir wollen hier eine gute Folge haben. Wir wollen jetzt nicht schon mad werden, wegen sowas vor allen Dingen nicht. Ich würde sagen, wir folgen erstmal dieser Sparkjägerin, die irgendwie keine Sparkjägerin ist, sondern deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ist ja auch egal, wir gehen da auf jeden Fall durch. Es ist nicht die Sparkjägerin. Das weiß ich sicher. So, und da wären wir auch schon. Was? Ein Held in Not. Hole Allegra ein. Allegra. Wir können die Kamera hier nicht drehen. Das Symbol ist auf jeden Fall neu. Wir können die Kamera so ein bisschen schwenken. Und Stuff können wir uns nicht anschauen. Finde ich schade. Weil das habe ich in der letzten Folge so gefreut, dass es ein paar Jokes wieder gab. Schnell, wenn ihr euch mehr anschließen wollt. Genau zur rechten Zeit. Ja, darauf habe ich mich schon gefreut. Ich habe sogar damit gerechnet. Mario. Ich habe schon viel über die härtesten Kämpfer der Galaxie gehört. Mario, Bowser, Rebella. Genug geredet. Wer du auch bist, von dir hat man heute zum letzten Mal gehört. Ich bin Dolores. Vergesst das nicht. Denkt daran, wenn ihr vor mir um Gnade winselt. Willst du besser winseln? Keine von Miseras Sparkjägerinnen hat es je geschafft, uns aufzuhalten. Ich bin keine Sparkjägerin. Ich bin keine von Miseras Marionetten. Ich habe eigene Pläne mit den Sparks und Misera kommt darin nicht vor. Lass meine Freundin frei. Wer du auch bist, du lässt jetzt sofort meine Freundin frei. Hörst auf, die Sparks zu belästigen und kratzt die Kurve. Na sicher. Oh, alles klar. Da hätte ich schon fast vergessen. Dein Schoßhündchen? Da kommst du wohl zu spät. Du hättest dich früher melden sollen. Verzeiht mir. Es tut mir leid, aber ich muss gehen. Schon besser. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, der Unterschied zwischen mir und Misera, meine Vision für die Zukunft, ist die Krönung. Passieren hier right now. Besiege Proto-Robo. Warte mal, Proto, ist das nur ein Prototyp? Ich mag den gar nicht. Ich mag den gar nicht. Ja, wir haben einen Spark, der uns helfen möchte. Da bin ich mir sicher. Hey, ihr müsst schon was gegen den Schild dieses riesigen Roboters tun. Sonst ist er nahezu unverwundbar. Dafür müsst ihr die Pop-Ups einsetzen. Irgendwie poetisch, findet ihr nicht? Wenn ihr besiegt, kann ich mit euch von hier wegkommen. Habt ihr gemerkt, dass ich wenn und nicht falsch gesagt habe? Immer schön positiv denken, nicht? Strong. Auf jeden Fall strong. Also, ich sehe... Wir müssen Bob-Bombs auf ihn werfen. Er sieht so... cursed aus.
Wo sind denn Bonbons? Das ist nur so eine Frage. Das wäre cool zu wissen. Die sind gar keine. Hä? Da sind keine Schmobbombs. Dann jumpen wir mal hier hoch. Ich kann hier nicht dashen, ernsthaft. Aber ich habe den Schaden erhöht. Ich habe, by the way, wieder ein, zwei Dinge. Der macht keinen Schaden, okay. Ich habe nämlich ein, zwei Dinge gekauft. Und wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden. Was ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht ist. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ist das ein Golem da hinten? Bin ich actually? Als ob er noch lebt. Ja, dann lohnt es sich nicht, auf den zu ballern. Dann baller ich auf ihn. Bumm. Und spawn auf ganz eleganter Basis meine Robo-Koopas. Wobei ich da ja schon ein bisschen, wie ihr sehen könnt, auch reingegrindet habe. Wir haben jetzt 4. Wir hatten, glaube ich, in der Main-Story hatten wir 5, aber ich musste so viel neu verteilen, deswegen hatten wir wieder weniger. Die sind auch noch gar nicht feurig und so. Das kommt alles noch, hoffe ich, im Laufe des DLCs. Weil ich habe gehört, der DLC dauert extrem lang. 4 Stunden sind es. Es sind 4 Stunden. Nee, warte, ich will hier einen Team-Jump mitnehmen. Weil dann können wir diesen wunderbar netten Herren hier auch noch einfrieren. Wham. War ist er vielleicht sogar down? Mit Glück, gell? Let's go! Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Kann man nicht genug von haben. Warum nicht? Okay. Dann würde ich sagen, geben wir den Zug mal ab und schauen, was die Gegner so tun. Natürlich, der Golem kriegt ein bisschen Damage hier. Okay, ein bisschen viel Damage. Oh, Eisgolems, die sind neu. Die Frage ist, da kommen die Bonbons her. Okay. Das heißt, wir snacken uns jetzt gleich. Wir snacken uns jetzt gleich diese Bonbons und throwen sie auf ihn drauf. Das heißt, wir machen einen richtig longen Team-Jump. Wir müssen trotzdem noch bei dem Golem irgendwie wegkommen, nicht? Ne, wir gehen, glaube ich, erstmal mit... Wobei, wie weit... Ja, komm, dann machen wir mit Rebella auch noch den Jump davor. Warum nicht? Warum nicht? Komm! Los. Weil Rebella holt hier Mario Kart Double Dash raus. Oh, wir würden theoretisch auch schon bis zu dem Dings kommen. Nein, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Egal, Bowser macht das. Ja, ja, Bowie. Bowie macht das. Nee, warte, wenn ich eine Stampfattacke mache. So. Ich hab ihn doch. Was passiert? Ist jetzt sein Schutzschild weg? Ja. Ich komme hier nicht durch. Dann wird sich jetzt aber zu 100% auf ihn konzentriert. Weil er einfach massiv viele Leben hat. Ne, wir haben noch ihn. Er kann sich dann um die kleineren Fische kümmern. Zum Beispiel um den Feuergolem. Genau. Schön reinzünden. Bisschen lohnt sich aber, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich kann nicht mehr dashen. Ah, lost. Mal wieder lost, der Aktion. Warte, kann ich noch irgendwas machen? Irgendein wichtiges Ding zünden? Nee. Nee. Dann rein da. Oh, dreimal Damage reingedrückt. Let's go.
Okay. Und dann auf jeden Fall den Schutz aktivieren. Ich glaube, das ist keine bade Idee. Und ich denke, das ist gar nicht so das Problem jetzt. Wir schauen, was die Gegner machen. Ich hoffe, nicht allzu schlimm ist. Ja, vielleicht hätten wir es doch zünden sollen. Wichtig, wichtig. Ja, nee, nicht gut auf jeden Fall. Gar nicht gut. Wie ein Profi haben wir uns angestellt. Bowser dasht. Bowser macht einen Dash. Und Rebella holt sich ihn dann. Wichtig. So. Jetzt müssen wir wieder ganz schlau überlegen, wie wir es am besten machen. Ich glaube, actually so. Weil die sollten ja alle bis zu ihm kommen. Genau. Das war die Idee. Perfekt. Bin mir sicher, die kommen hier nicht hin. Und dann wieder voll auf ihn konzentrieren. Komm, komm, komm. Kritischer, schade. Rabbit, Rosalina. Namen kurz vergessen. Passiert, es tut mir leid. Auch gut Damage reingedrückt. Die macht weniger Schaden. Warum brennt meine Klinge auf einmal? Egal. Aber dagegen ist halt unempfindlich, was halt nicht egal ist. Ich hoffe mal nicht, dass er hier hochkommt. Und wenn doch, nicht gut. Wir könnten ihn freezen. Das müssen wir uns auf jeden Fall für die späte Runde noch merken. Ihr kommt gar nicht bis zu mir. Er macht hier ein bisschen kämpfen. Jawollo. Jawollo. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus bis jetzt. Muss ich tatsächlich zugeben. Ja, mit sowas müssen wir halt rechnen. Aber da sind jetzt schon wieder Bob-Bombs. Ja, guck mal, er tötet seinen eigenen, wichtig. Das interessiert mich überhaupt nicht. Weil das halt in Anführungszeichen ein Side-Character ist. Nein, er ist wieder geschützt! Okay, der Dude ist wieder geschützt. Ihr wisst, was das bedeutet, Guys. Das heißt, wir müssen uns wieder so weit wegstellen, dass er mit seinen Bomben uns nicht erreicht. Aber er wird halt ihn hier erreichen. Das ist nicht gut. Warte. Sie kommt dahin. Dann macht Rebella die Attack. Ja, doch. Ist ja egal wie. Hauptsache, der hintere verwandelt sich in ein Egg. Minus eins. Genau. Und wir können dann mit Rosalina. Das war die Idee: hinrennen und das Egg dashen. Boah, wir sind so smart. Warum können wir nicht dashen? Kann Bowser noch dashen? Bowser kann dashen. Dann fliegt Bowser jetzt dahin. Bitte! Oh, aber. Nein, ich komme nicht bis zum Trampolin. Okay, Bowser wird es total abkriegen. Er wird halt gar keinen Schaden nehmen. Ja, es ist nicht gut. Ist nicht durchdacht gewesen. Nicht gut genug durchdacht.
Das macht auch keinen Schaden. Ja, ich gebe ab und wir hoffen einfach mal aufs Beste. Er wird natürlich Bob-Ombs Throne und auch welche loslassen, die halt auf mich zurennen und mich treffen. Ja. Boah, das ist richtig hart tatsächlich. Holy shit. Wir müssen ihn aus dem Rennen holen. Er hat noch viel zu viele Leben. Ich komme hier nicht weiter. Das heißt, wir stehen hier und... Es ist halt niemand mehr da, außer... Oh, da oben ist noch jemand. Oh, ich habe die Facecam vergessen. Sorry, guys. Sorry, sorry. Ja, wir fliegen mal hoch. Vielleicht hier hinterstellen. Und aufs Beste hoffen. Nicht so schlimm. Bitte erreicht nicht beide ihn. Ja! Ja! Nein, aber jetzt greift der Hans doch an, weil er dumm ist. Okay, alles gut. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt halt bis dahin kommen. Ich habe Vertrauen, dass Bowie das schafft. Nein! Das ist doch nicht euer... Mann, warum ist denn... Wieso bin ich auch so dumm und mach so einen Müll? Ja, jetzt bin ich hier... Ach, ja, Skip. Komplett unnötig Damage genommen in der Runde. Danke für gar nichts. Ich hasse mein Leben. Alles Schmutz. Ja, ich muss halt hoffen, dass jetzt nichts Krasses passiert. Bowser, du bist der größte Idiot, den ich kenne. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das interessiert mich nicht. Okay. Boah, Rabbit Rosalina würde schon bis nach hier unten kommen und könnte werfen mit Glück. Ich weiß halt nicht, ob sie trifft. Ich gehe das Risiko nicht ein. Nein, nein. Rebella kann bis hierher. So. Richtig. Und wir können jetzt zweimal. Nicht schlecht. Rein da. Schön Damage. Bowie drückt von hier oben. Ist das Ding down? Nein. Shit. Holy shit, ist der stark. Jawollo! Und down. Die eine Runde habe ich mich auf jeden Fall sehr, sehr stupid angestellt. Aber das war jetzt gut. Das war jetzt auf jeden Fall sehr strong. Und natürlich freut es mich auch des Todes, dass einfach König Bob-Omb wieder back hier ist. Ein Stufenaufstieg. Lecker, schmeckutastisch, voll geheilt. Richtig. Ein paar Coins. Auf jeden Fall, das ist schön. Aber halt nicht perfekt. Wir brauchen viel Coins auf jeden Fall, um uns genug Heilung zu holen für kommende Dinge. Ich habe keine Ahnung, ob es schwer wird noch. Aber mal gucken. Man weiß ja nicht, nicht? Aber wir können jetzt hier weiter. Das ist strong. Bipo, fandest du Dolores Reaktion auf ihre Niederlage nicht auch seltsam? Fast so, als hätte sie sich gefreut?
Cholerisch wie sie ist, werden wir sie sicher wiedersehen. Wir müssen Allegra finden, sofort! Sie und ihre Freundin schweben noch in großer Gefahr. Ja, dann lass uns doch mal machen. Oh ja, hier lecker Sternenteile. Sind auch immer ganz wichtig und richtig. Hier geht's weiter. Gibt's jetzt die Cutscene? Der Weg ist überschwemmt. Das Wasser macht es uns unmöglich, Allegra zu folgen. Zum Glück sollte die Ladekapazität dieses Bootes ausreichen, um uns hinüberzubringen. Ja, wow! Das nennst du ein Boot? Wo ist denn... Ach, das ist Rabbit Peach. Du, das nennst du ein Boot? Wo ist denn der Wackelbordturm? Der was? Der Wackelbordturm? Ach Mann, ich kann nicht reden, Guys. Entschuldigung. Es sieht auf jeden Fall sehr strong hier aus. Ja, ab on the boat, nicht? An Bord gehen. Ja, drücke X, aber falls ich schnell fest, ist wieder präzise die Steuerung B, um rückwärts zu fahren. Ich habe Y gedrückt. Zu strong. Ja, müssen wir diesen Schlamm wegmachen oder kommt der wieder? Ich habe Angst, dass wenn wir irgendwo gegenstoßen, dass wir tot sind direkt. Nö, scheinbar nicht. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Stellt sich mir die Frage, wo wir lang müssen. Können wir hier anlegen? Nee, rückwärts fahren? Nee. Ah, das ist eine Röhre, mit der wir von dort hinkommen. Aber dort kommen wir nicht hin, weil uns der Kreis fehlt. Und wo ist der Kreis? Es geht los mit den Rätseln, Guys, aber hier kommen wir. Jetzt kommen wir auf jeden Fall. Es scheint so, als würden wir noch häufiger dorthin kommen. Du verstehst das nicht. Die Melodien. Ich verstehe gar nichts, da hast du recht. Oh, was ist das schon wieder? Ich registriere zwei Lebensformen hinter diesem Tor. Eine deutlich größer als die andere. Das müssen Allegra und eine sehr große Freundin sein. Oder Allegra und eine sehr kleine Freundin. Hoffentlich sind sie unver... irgendwie fehlt das übliche Schloss an diesem Tor. Dies ist ein Prunus apegalis, besser bekannt als Klangweide. Der Baum ist mit musikalischen Wesen namens Melosphären eine Symbiose eingegangen und ruft Frequenzen hervor, die... Ja, ja. Bitte, versuche einfach Mathematik und Musik zu trennen, solange wir hier sind. Ah, jetzt weiß ich erst, wie schön die Zeiten waren, als wir noch Schlüssel suchen durften. Egal, suchen wir diese Klangweide und finden heraus, warum sie nicht mehr mit den Melosphären harmoniert. Hier ist die Stimme der Schöpfer. Niemand hat das Recht, sie zu ersticken. Das ist auf jeden Fall cursed. Boah, ist das riesig hier alles. Wir müssen nach da links, aber ich möchte überall mal anhalten. Und gucken. Das gibt mir ein bisschen, Wind Waker-Vibes? Phantom Hourglass hatte auch ein Boot. Und Wind Waker, oder? War Wind Waker war das war auch mit dem Boot. Hier müssen wir was einsetzen. Ist auch gut jetzt. Man ist creepy genug jetzt. In den Baum? Nee. Ah, da ist eine Röhre. Ich bin ja einfach lost. Ja, das Stille ist halt auch ein bisschen weird. Sehe ich genauso. Cool. Halte durch, treue Freunde. Hilfe ist unterwegs. Ja, ich bin gleich da. Möchtest du noch lauter flüstern? Oder hast du es jetzt? Wie kommen wir da rüber? Es ist cursed, wenn das auf und zu gehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das ist neu.
Und ich find's cool. Ich find die Idee dahinter auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, ob es das im Main-Game schon gab. Und da ist dann das Ding für die Cannon, mit dem wir uns irgendwo hinballern können. Vermutlich nach da oben, um diesen Propeller da zu holen. Da brauchen wir ja nicht. Also hier gibt's unfassbar viele Rätsel. Und ich weiß actually nicht, ob ich auf jedes davon Bock hab. Hier im Let's Play. Es wird ja irgendwann mal noch diesen Mario & Rabbids Stream geben, wo wir das Spiel ein bisschen mehr komplettieren. Ich glaube, das ist richtig. Hä? Achso, ich verstehe. Wir schieben das darüber. Das funktioniert nicht mal immer. Direkt ein Kritikpunkt. DLC jetzt nur noch eine 9 von 10. Weil einfach die Blöcke auf einmal buggy sind. Das war vorher nie so. So, was ist da jetzt drin? Jetzt muss aber auch ein super Secret sein. Eine Was ist los? Ich kann nicht mehr reden. Eine Planet Coin. Dafür habe ich jetzt eine Stunde lang darum gemacht. Cool. Ich will doch nur da mal kurz anlegen hier, um mich mal umzugucken, bevor wir weitergehen. Mensch. Also, wenn da was Großes hinter ist, ich sehe da so Riesenkönig Bob-Omb. Aber diesmal nicht der Prototyp. Oh, da ist sogar ein Fight hier drüben. Ich sprinte hin. Wie für welches Level 34? Schönen Tag noch. Lustig. Das wird auf jeden Fall alles noch hardcore. Aber vielleicht kommen wir dann zurück, wenn wir mehr Stuff und so haben. Deswegen würde ich sagen, Guys, machen wir an der Stelle einfach Schluss. Weiter geht's beim nächsten Mal. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sonst verpasst ihr die nächste Folge nämlich. Und ein Like, damit ich weiß, dass euch das Ganze hier auch gefällt. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.